Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich bin momentan hier am Leveln bei einem blauen Gegner. Blau, da ist gelb, habe ich auch getötet. Und blaue Gegner, die sind gerade nicht da. Das sind kleine Schildkröten. Ah, hier. Jo, und ja, habe eine richtige Menge gemacht. Ich hatte heute endlich mal ein bisschen Zeit zum Leveln, ohne immer Reisquests zu machen. Und jetzt, ja, bin ich fast Level 29. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen noch ein bisschen leveln. Ich habe übrigens mein bester Drop ever. Also der seltenste Drop. Das sind diese Handschuhe. Gundas gepanzerte Handschuhe. Richtig gut. Mit Widerstand zu Aufschlitz und Kälte. Und Trefferchance. Und eine Verbesserung drauf. Fürs Erste richtig gut. Und Hau-Aua machen wir auch schon extrem. Das ist auch gut. Jetzt sind mehrere Fähigkeiten auf Level 3. Zum Beispiel Blutdurst. Also Berserker. Und die Taktiken sind noch Level 2. Oder ist hier Level 3? Nein, das ist auch Level 2, oder? Das kann ich hier schauen. Also hier sind alle Stufe 3. Hier ist Stufe 2. 2, 3, 3. Und 3, 3, 3. Also 6, das ist 8, 3. Sieht man so schlecht. Sieht man eigentlich gar nicht. Ja, und deshalb bin ich jetzt ein bisschen zäher und ein bisschen stärker geworden. Und ich finde immer wieder keine Gegner, weil ich so schnell im Kloppen bin, dass die nicht rechtzeitig spawnen wieder. Gehen wir ein bisschen nach vorne, da gibt es viele Schildkröten. Die droppen zwar nicht so gut wie die Aquantis, aber immerhin Level, also Erfahrung geben sie gut. Und sind eigentlich leicht zu besiegen. Ja, meine Stimme ist ein bisschen heißer momentan, sorry dafür. Aber sonst geht's mir eigentlich gut. Bin gut erholt. Hab noch ein bisschen Rückenschmerzen vom Dauertraining letztes Mal. Ich glaube, am Montag ist es passiert und dann hatte ich wirklich fast schon Depressionen, weil ich natürlich unbedingt weiter trainieren wollte und das ging nicht. Weil es ein richtiges, wahrscheinlich schon fast Bänder ist oder so. Hinten auf der rechten Seite in der Mitte, also ja, das ist nicht so gut. Oder wie man das im Rücken sagt, ob es Bänder sind, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich schon. So, müssen wir noch weiter nach vorne. Weil dort hinten so viele Aquantis sind, level ich natürlich lieber dort. Und aber manchmal muss ich halt auch wieder zurückgehen. Also ich mache eigentlich immer so eine Rundtour, damit ich genug Gegner habe. Und jetzt sind sie sogar blau. Sehr schön. Die haben doch keine Chance. Und Schaden machen sie auch keinen mehr. Die in 57. Da hat die Monika viel mehr bekommen. Viel, viel mehr. Und die hat ja auch viel, viel weniger Leben gehabt. Aber sie ist ja auch ein Banshee. Ein Opfer. Natürlich könnte ich mit der in einen Schutzschild gehen, aber die ganze Zeit das Schild oben halten, das ist nicht gerade sehr mutig. Ich zerbreche sowieso dann den Krieg. Weil alle Banshees, die machen immer, immer wieder Schutzschild und das ist mit Abteil extrem nervend, aber wir machen dann so viel Damage, dass wir das einfach zerschlagen. So. Damit ist auch der Schutz eher für Leveln geeignet. Okay, hier hat es wieder recht viel Aquantis-Soldaten. Konzentrieren wir uns auf das. Oh, ich habe irgendwie
Momentan nicht gerade so gute Stimme. Mich stört es eher beim Reden, aber ist schon gut. Ich habe mal auf 3D-Sound umgestellt, das Headset, und das tönt wirklich schrecklich. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihr dann auch hört, aber ich kann sie ja mal einschalten. Hallo? Jetzt höre ich fast nichts mehr. Und jetzt höre ich meine Stimme auch besser. Voll irgendwie flach, als würde man irgendwo in einer Kirche spielen. Keine Ahnung, was da super dran sein soll. Ich stelle es wieder ab. So. Ja, jetzt höre ich meine Stimme auch wieder weniger. Das nervt schon ein bisschen, wenn man die eigene Stimme ein bisschen verzögert noch hört. Stört das schon ein bisschen. Die Serfin ist immer online. Die sehe ich jeden Tag ungefähr 10 Mal. Immer macht sie Reichsquests, also. Voll Ich bin der Sucht, ich muss einen neuen Charakter auf Level 60 machen, so schnell wie möglich. Da bin ich ja wirklich noch kein Suchti, noch ein Noob im Suchten. Aber immerhin, die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Ha, bin ich nicht Oberpro. Und schon das erste Legendary. Nein, Episch. Nein, Episch. Aber Legendary habe ich ja den Stab von der Eis bekommen. Was ist hier so gut? Ja, natürlich der Schaden, aber der steigert sich, glaube ich, in den nächsten 8, 9 Levels. Weil mein anderer Baba, der Level 38 ist, der macht schon viel mehr Damage. Schon viel, viel mehr Damage. Und der von Iceus, also der letztgemachte vor dem, der machte ja mit Level 45 durch die Schrifttrolle extremen Damage. Also der Barbar wird jetzt immer wieder besser. Der wird zum echten fetten Damage-Stealer. Ja, das sind Anführer, toll. Kann ich mal bessere Gegner haben? Und zweimal habe ich mein Schwert kaputt gemacht und musste Inuzar lernen. Es geht beim Baba so schnell. Da braucht man extrem viel Geld. Musste schon mal ein bisschen Geld pumpen. Weil ich durch die Reparatur und Kaufskosten alles so richtig fett das Minus gedrückt habe. Gehen wir ein bisschen Wespen töten. Ach gut. Bisschen Abwechslung hier. Aber die droppen so scheiße. Ein wilder Zyklop könnte ich mal töten. So, komm. Gut. Blutdurst. Unter Damage. Boah, 300 Damage mit diesem. Oder so. So, du wilder Zyklop, ich töte dich, ich mach dich Futter. Voll der Sumo-Ringe. Oh, die machen schon viel Damage. Shit. Lieber hier Wespen töten. Die machen wenigstens kein Damage. Ha. 41. Süß. So. Und ja, Wespenkonkon. Ich brauche doch gute Items. Heute den ganzen Nachmittag geredet, mit Kollegen geredet, weil wir nicht Fußball spielen wollten. Zu viel Wind und ich hatte ja die Verletzung. Da haben wir einfach mal ein bisschen herumgeredet. Ganze Zeit geredet. Boah.
Da haben wir den Mund trainiert und die Lachmuskeln. Das war auch richtig. Boah. Wild. Schade, dass die Auszeichnungen nicht gehen. Jemand, der zum Werwolf wird, das würde ich gerne mal wissen, was das für ein Event war. Ja, die Quest, die mache ich jetzt mal off-topic. Also die neuesten Quests zeige ich dann. Vor allem die Wächter-Quests, die Luftanhänger, Erdanhänger, Wasseranhänger und Feueranhänger. Die zeige ich dann euch. Aber darum brauche ich Mithilfe, also zeige ich es dann. Also ich zeige die ersten paar Quests bis zum Anhänger immer. Hier. Und dann, sobald jemand Zeit hat und mir das hilft, mache ich dann die anderen Quests auch im Video. Pum. Ist die online gekommen? Ah, das ist wahrscheinlich Wodka. Stimmt. Okay. Weil die hat ja mehrere Charaktere. Nein, Pom ist Pombeer. Genau. Der weiß ich nicht, was der noch für andere Charaktere hat. Da bin ich zu wenig in der Gilde aktiv. Oder sie geben mir zu wenig Feedback eigentlich. Weil ich weiß jetzt immer noch nicht, wer zum Beispiel Eis, welche Charakter alles Eis hat, aber die hat glaube ich nur drei, also die hat nicht mehr Slots gekauft. Und dann hat sie Eis und Eisblume und ja die andere noch. Wer ist jetzt schon wieder? Ah, jetzt habe ich es vergessen. Aber mit der ist sie eigentlich am häufigsten online und ich habe sie wieder vergessen. Oh, schlimm. Die Augen. Fischauge. Glubschauge. Hallo, Glubschauge. Schade, die machen wieder also RVR. Und ich darf nicht. Also ich darf nicht. Ich will nicht. Sonst bin ich platt. Immer erstes Ziel. Barbaren, die low-levelig sind, sind immer erstes Ziel. Auch eigentlich Maximum Levels. Also, weil sie einfach den Damage kloppen und dadurch sehr gefürchtet sind. Tja. Wäre die Spalte zwischen Hexenmeister, Schütze und Barbar nicht so riesig und der Hexenmeister und der Schütze nicht so viel Stance hätten, dann würde es ausgeglichen sein. Aber die Barbaren, denen jucken die Stance nicht, die haben zwei Fähigkeiten. Eine ist zum Beispiel Topsucht, wo sie sich gegen Stance schützen können. Und ich glaube, die können es sogar im Stunt einsetzen oder so. Das ist so wie ein Heal. Das ist nicht gut, wenn der angreift. Gehen wir ein bisschen hier weiter. Und da vorne sind recht viele Schildkrötchen. Das ist schon eines der einzigen Spiele, wo Schildkröten eine bedeutende Rolle hat im Tierreich, im Monsterreich. So viele Schildkröten, wie immer in den Stränden herumtollen. Wahnsinn. Einen Hochzinnenspeer. Bin leider nicht der Speerfreak. Ich mag nicht so viel Speer. Komm, das schaffst du aber noch. So. Ja, wieder ausruhen. Wir sind kaputti. Klingt, 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 klingt.
Ah, hoffentlich kommt wieder bald die Edelsteine zu uns, damit wir ins Tor können, gehen können. Aber momentan ist noch nichts sichtbar. Die Icken haben natürlich. Und die haben sogar ein Vor. Hui, sieht nicht gut aus für uns. Und da habe ich noch eine Quest zum Abgeben. Da könnten wir auch noch machen. Aber ein HP, eine HP-Leiste machen wir noch. Also bis wir wieder ausruhen müssen. Und dann gehen wir nach Dosim. Können noch ein bisschen questen. Wir könnten zum Beispiel die große Käfer-Quest machen. Habe ich. Ah ja, die habe ich abgebrochen, genau. Die muss ich zuerst wieder annehmen. Und dort ist noch ein Waypoint. Aha. Ach komm schon. Das geht ewig, Spam-Barbaren. Und den Ta 2732 Leben. So. Also leveln tun wir recht schnell, fast schneller als mit den Nice-Quests, mit den Boten-Quests momentan. Und das wird sich wahrscheinlich immer wie weiter ausdehnen, also das Leveln, Monster kloppen, wenn man effizienter wird. Aber da ich ja jetzt auch die aktuellen Quests machen kann, weil ich natürlich jetzt die älteren Quests gemacht habe. Oh, das ist Elite. Das ist Elite! Ja, werden die Quests, also die normalen Quests, auch mehr Erfahrung geben. Und wahrscheinlich lohnt sich es jetzt auf die Quest zu gehen. Bis ich dann wieder mit Ding muss leveln. Mit Monster leveln muss. Also kloppen wir noch kurz die zwei Schildkröte da. Und dann gehen wir nach Dosim. Nach Dosensim. Nein, das ist nicht so gesund. Also, noch kurz schauen. Hier müssen wir noch etwas machen. Was? Grüne Drohnen-Quest. Grüne Drohnenwespe. Wieder Org. Bisschen weiter oben. So, da kann man irgendwo rein. Das ist gigantische Wespe, die braucht man nicht. Ah, die sind immer noch so süchtig nach den Drachenamuletten oder Drachenequips. Jetzt habe ich schon lange kein Patch mehr von einem Patch gehört. Hoffentlich entwickeln die noch. Wäre nicht so gut, wenn die da jetzt aufhören würden. Wenn wir Spaß haben, müssen die aufhören entwickeln. So ein Kack. So, muss ich hier machen? Pirschen der Geist muss ich ja nicht töten. Steingolem müssen wir auch nicht töten. Große goldene Käfer müssen wir auch nicht töten. Aber die sind jetzt blau. Also könnten wir die Quest damit die Quest anfangen. Aber hier muss ich gar nichts töten. Wieso muss ich hier nichts töten? Ja, jetzt ich plötzlich wieder drüber gehen. Okay. Dann gehen wir halt wieder das Gebiet darüber. So. Was der hat? SP, was ist SP? Hat er gefärbt? Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Ah, hier sind die Bären, genau.
Sieben großer Bär muss ich töten. Okay. Halt. Hey, hallo. Jetzt endlich. Und ein Magnetstück. So, großer Bär, großer Bär, großer Bär. Schön. Kloppen. Damage machen. Eins auf die Fresse kloppen. Dalalala. Eins in die Muschi geben. Komm schon. Oh. Kommt noch ein Urser raus oder so. Lol, ich habe ja die Quest schon angefangen. Stimmt. Ja, aber kloppen wir ein bisschen weiter. 644 Damage. Da sieht man, wie der Sprung von der Defensive der Gegner einfach so extrem ansteigt. Ich würde gerne ein Milan-Schild. Okay. Ich würde gerne mal ins starke Gebiet gehen und einmal ein Ding kloppen, einen Damage-Test machen. Bei den niedrigsten Gegnern. Aber momentan habe ich keinen Bock. Zu weit weg. Lol, alle tot. Oh, die Igen haben wahrscheinlich Barbaren aufgesetzt. Das Attentatskommando. Tödliche Viper. Da.